Official Mechanism Wiki bla bla bla. Raw Processing. Wo sind hier die Factories? Factory, Factory, Factory? Ja? Wo bist du? Ich hab mal das ganze Erz rausgenommen. Also entweder bin ich gerade blind. Warte mal hier, Machine Configuration. Oben. Nee. Ich finde hier gerade echt nicht die Factories. Da, Factory. Okay. Die Farben sind anscheinend nur, wenn wir das logistische, das Logistiksystem von Mechanismen benutzen. Wie teilt sich das dann bitte in den Slots auf? Obwohl, nee, braucht man ja gar nicht. Ah, warte. Ich will hoffen, dass ich das jetzt richtig mache. Wo ist blau? Gibt es hier kein normales Blau? Ja. Gib mal. Also es sind die Slots in der Maschine. Nein, nein, bei der Konfiguration. Ja, Hier so ganz verstehe ich immer auch nicht. Hier steht bei 3, das sind hier diese Slots rechts. Block Configuration Color Code. This makes the machine know from which sites it will to receive items or output them very similar to thermal expansion machines. Also, wenn ich jetzt nicht blöd bin. Nee, warte mal. Was ist denn das hier in der Mitte? Also ich habe es so gemacht wie in allen anderen Maschinen, die ich überall konfiguriert habe. Weil eigentlich müsste oben rot hin. Ja, oben rot und unten blau. Okay, ich würde sagen, das schauen wir uns später nochmal genauer an. Bis dahin steht halt erstmal die Erzproduktion still. Wir werden es dann entweder nochmal nachher oder in der. Ich wollte schon gerade sagen. Ich dachte, du hättest den komplett kaputt gemacht. Auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir das einfach mal später. Gucken wir das erst mal offscreen an, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Dann sind wir uns auch erstmal ein bisschen vorsichtiger mit den Factories. Weil es kann sich ja auch immer noch um einen Bug handeln. Dürfen wir ja auch nicht außer Acht lassen. Ja, definitiv. Ja. Gut, das war's dann heute auch mit Mechanismen. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Nee, ja. Das sei jetzt irgendwie doof. Wollen wir noch ein bisschen einen Gregtag machen? Hast du ausgemacht? Was? Die Aufnahme? Nein, nein, nee, die Aufnahme läuft noch. Ah. Komme ich gerade nicht mit, warum das nicht funktioniert. Ich schaue mal gerade, ob wir von Gregtag den Blast Furnace schaffen. Dann hätten wir schon was für die Folge. Na? Industrial Blast Furnace. Ah, Steel Hull. Induction Furnace.
Oh, ja, aber das sollte halt kein Problem sein. Cupronickel war was? Ja. Nickel und Kupfer. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Alloy-Smelter. Und zwar nicht der von Endio, nein, sondern der von Gregtech. Kannst du eventuell noch mit schlafen gehen? Ja. Ah, okay. Nevermind. Hat sich schon erledigt. Ja, ich hänge auch gerade ein bisschen zu. Okay. Für den Alloy-Smelter brauchen wir vier Invar-Platten, zwei Circuits, ein Conveyor-Modul, ein Furnace und. Moment. Hä? Ich. Wie sollen wir jetzt bitte an Cupronickel kommen? Cupronickel ist ein Kupfer und. Oder warte mal. Geht das auch noch? Das muss doch jetzt angehen, ansonsten können wir das gar nicht machen. Und Nickel, 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 Nickel da. Hey, stell dir vor, ich hab's geschafft. Was? Mit dem. Oh, was hast du jetzt gemacht? Es muss erst das, wo es verarbeitet, also dieses Hydrochlorid muss drin sein und dann funktioniert es erst. Warte mal, das muss erst einen Treibstoff haben, bevor das die Erze rauszieht. Okay, sollte der Mechanismenentwickler gerade mitmachen? Lieber Herr Mechanismenentwickler, keine Ahnung, wie Sie heißen, aber das finde ich eine richtig bescheuerte Idee. Passiert. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, bei uns hat man es ja gerade richtig gut gesehen, was dann passiert. Jetzt mal im Ernst, wir haben so langsam wenig. Warte mal, kommen die überhaupt noch nach? Ey, dürfen noch nachkommen. Vor allem finde ich halt jetzt schön, dass wir so eine Factory haben, aber nur das Gold wird verarbeitet. Ja, warten. Ist das schon der zweite Durchgang oder ist der erste Das schon ist der fertig? zweite. Echt? Nur das. Sollte eigentlich alle auf einmal machen, soweit ich weiß. Komm, wir lassen den Mechanismus jetzt mal liegen und schauen uns das mal später genauer an. Haben wir morgen auch noch Zeit. Habst du vielleicht das Gefühl, woran es liegen könnte? So, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal hier weiter Gregtech, ich mache schon mal und bla bla bla. Weil Mechanismus ist mir gerade dezent die Lust vergangen. So. Warten wir mal schnell, bis wir einen Nickeldust haben. Ja. Wie sieht das? Oh, Baker ist fertig. Ich weiß, was mir gerade auffällt, was wir vollkommen vergessen haben. Was? Die Erzverarbeitung. Schau mal in die Truhe rein. Voll? Oh. So, dort tue ich da wieder rein. Wie sieht das jetzt mit dem Nickel aus? Jetzt hat er schon mal ein bisschen dünner. Jo, das sollte jetzt mal reichen. Und zwar, mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja hier von der Steam-Geschichte einen Alloy-Smelter. Ein Steam-Smelter. Oh, da ist sogar noch Wörter Alloy drin. Und das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Da hat man gerade meinen Stuhl knarzen gehört. Und.
Ja, wir kriegen darüber Kupronickel. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. Entschuldigung. So, wir brauchen wie viel für eine Heating Coil? 3. Die haben wir jetzt. Also ich habe gerade nachgeschaut und wir haben Wassermangel Was? in der. Salination Plant oder was? Ja. Okay. Kümmern wir uns halt auch nochmal drum. Da baue ich gerade mal eine Liquid Node. So, ich soll meinen Stuhl ein bisschen auf den Creation. Du meinst die Transfer Node, ne? Von Extra Ah Utilities oder wo ja, die war. Transfer Node war es. Gut, eine Copronickel Heating Coil. Das Red Alloy tue ich mal wieder da rein. So, zwei Circuits, oder? Ja, vier. Eins, zwei, vier. Also wie man vielleicht gesehen hat, wir haben ein bisschen Redstone. Ah, zeige ich es gleich. So war es okay. Ja, ein bisschen. Wir brauchen aber auch mal wieder ein bisschen mehr Vegetaloi. Kann ich ja dann gleich welches machen. Gleich ist gut, also Vegetaloi ist genau jetzt auf 1. Dann mache ich genau jetzt welches. Dann machst du halt genau jetzt welches, das ist fein. So, wir brauchen noch Infraplatten. Haben wir noch? Nein. Infra war. Ja, was war. Okay, Iron und Nickel. Oh, es geht auch mal los, Alter. Mach ich halt da mal ein bisschen was. Also der Leuchtmelder vor und Ender, ja, auch, meinte ich jetzt. So, wie sieht das hier aus? Hol das durch. Alter. Also ihr seht, wir sind momentan wirklich auch dauerhaft Erz am Verarbeiten. Also das ist gerade ein bisschen sehr krass, was wir hier alles weiterführen müssen. Weißt du, was mir gerade so einfällt? Was? Du Glaube, ich stelle gerade wieder Stahl her. hast es mit Kohle? Glaube, ich habe was falsch erscheint. Gut, wir machen dann noch ein bisschen Stahl, haben auch wenig. Obwohl, haben wir eigentlich so viel sogar. Eins. Boah, ich krieg gerade richtig Kopfschmerzen. Ja, ich mache gerade keine Rüstung. Jupp, falsches gemacht. Sehr gut. Wir brauchen noch eine Automatik-Furnace. Ah, mein Anzeigefehler. Wofür machst du Redstone-Blöcke? Für die Note. Ah, okay. So, machen wir jetzt erstmal hier die das Conveyor-Modul. Hier haben wir noch Iron Plates. Warte, warte, warte. Wir brauchen eine Batterie. 14 Item Casings, also brauchen wir 10. 4. Haben wir noch Kabel? Zinnkabel hier irgendwo rumschwirren? Bestimmt, oder? In Kabel? Ja, hier ist noch. Wie ist es jetzt eigentlich so, Gedanken flogen gerade in die Truhe? Ich schaue nur gerade durch, was hier noch alles rumfliegt. Warte, hier hatte ich auch irgendwo gerade Kobelstones gesehen, oder?
Gute Frage, wie sieht's mit den Cobblestones aus? Ah, frag nicht. Juhu.